noch schöner und noch bunter. Dies verspricht das neue Saisonprogramm der Koblenzer Gartenkultur für das Jahr 2024. Die Vorfreude aller Beteiligten entsprechend groß. Auf der Programmvorstellung am Donnerstag zeigte sich vor allem eins: Es hat sich einiges getan bei der Koblenzer Gartenkultur, auch optisch. Also ich würde nicht sagen, dass es nur die Oberfläche ist, denn wir haben uns ja in den letzten Jahren nach der Bundesgartenschau 2011 sehr verfestigt in diesem Thema. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Und das war auch der Grund, dass wir gesagt haben, auch ein neues Logo hilft uns ja, anders in die Zukunft zu schauen. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einfach neue Farben, ein neues Gesicht an manchen Stellen, ein paar Modifikationen und dann starten wir neu durch. Insgesamt 26 Veranstaltungen im Zeitraum von April bis Oktober diesen Jahres sind geplant. Dabei jagt ein Highlight das nächste. Ja, ganz viel, viele tolle Veranstaltungen. Meine persönliche Highlight-Veranstaltung ist natürlich die Saisoneröffnung, weil die vom Eigenbetrieb Grünflächen Bestattungswesen organisiert wird. Und da haben wir ein ganz tolles Programm für Kinder, Zaubershow, Kinderschminkerin. Ganz neu auch der Genussmarkt, zusätzlich zum Gartenmarkt, der wird dieses Jahr erstmalig stattfinden. Die Pflanzentauschbörse der Bugerfreunde wollen wir auch stärker voranbringen. Deshalb wird die Pflanzentauschbörse auch im Staudentag am 1. September wieder zu finden sein. Und da freuen wir uns auf rege Besucher. Zwischendurch ist da natürlich ganz viel dabei mit dem Wasserspaß am Eck. Auch wieder ein buntes, kostenfreies Programm wohlbemerkt für Kinder und Familien. Genau, und der Abschluss befindet sich dann wieder am Ende im Oktober mit dem schönen Drachenfest auf dem Festungsplateau. Ist natürlich immer ein Wetterrisiko dabei. Bislang haben wir es aber immer geschafft, zumindest mal einen halben Tag die Kinder zu begeistern. Ja. Oberbürgermeister David Langner wohnte der Programmvorstellung im Romantikum des Forum Confluentis bei und hob die Wichtigkeit der Koblenzer Gartenkultur für die Stadt Koblenz hervor. Es gibt aus meiner Sicht zwei Bedeutungen. Zum einen ist es einfach ein Erinnern an 2011 und ein super Jahr für die Stadt Koblenz. Und wir zeigen eigentlich jedes Jahr auf Neue, dass wir tolle Events im kulturellen Bereich darüber hinaus hier in der Stadt anbieten können. Und das Zweite ist, glaube ich, auch die Vorfreude auf 2029 mit der Buga im Mittelrheintal zu wecken. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der wichtige kulturelle Input ist unbestreitbar. Doch was steckt eigentlich hinter der Koblenzer Gartenkultur, die umgangssprachlich auch KOGA genannt wird? Koblenzer Gartenkultur ist quasi eine Allianz, kann man sagen, aus verschiedenen Partnern. Jeder Partner wird für sich oder stellt für sich tolle Veranstaltungen auf die Beine. Die laufen dann unter dem Dach der Koblenzer Gartenkultur zusammen und die Partner unterstützen sich dahingehend gegenseitig. Also federführender Veranstalter ist der Eigenbetrieb Grünflächen Bestattungswesen. Der hat auch Unmengen an Material, die Partner zur Verfügung gestellt bekommen. Die Koblenz Touristik unterstützt mit ihrer Marketingabteilung aber auch grafisch alles, also gerade ja wieder auf das neue Logo hingewiesen. Somit ist diese Partnerschaft in jeder Hinsicht unterstützend wertvoll und die Veranstaltungen sind zwar schon bei den Partnern separiert, aber unter der KOGA läuft das als eine große, tolle Partnerschaft zusammen. Einer dieser Partner ist seit letztem Jahr das Koblenzer Kulturamt, das sich laut Kulturdezernenten Ingo Schneider auch in diesem Jahr wieder tatkräftig einbringen wird. Ja genau, wir sind jetzt seit einem Jahr Partner, sind das auch sehr gerne, weil das ohnehin Partner sind, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten in vielen Bereichen. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die perfekt in dieses Konzept reinpassen, denn das ist auch unser Ziel, Kultur mitten in die Stadt zu tragen. Also, dass den Leuten die Kultur mitten in der Stadt begegnet, ohne dass sie in irgendeine Institution oder Einrichtung gehen müssen. Das sind zum Beispiel die Kulturgärten, die wir nutzen werden. Das ist die Konzertveranstaltungsreihe der Kulturstufen an den Schlossstufen in den Rheinanlagen. Ein tolles Konzept gemeinsam mit der Koblenz Touristik, die dort die Uferbar aufstellen wird. Das ist die Fête de la Musique, die ganze Stadt zur Bühne macht. Also eine Fülle von Veranstaltungen, die perfekt in dieses Konzept hineinpasst. Fast schon traditionell ist zudem die schwebende Ausstellung in den Gondeln der Koblenzer Seilbahn, die seit dem 22. März bereits wieder ausgestellt wird. Das Motto? Ein außergewöhnliches. Dieses Jahr haben wir unter dem Oberbegriff Rhein, Ausrufezeichen, Romantik, Fragezeichen eine Auswahl von ungefähr 50 Kunstwerken, die gegenüberstellend
den Blick ins Rheintal darstellen. Das heißt, man sieht auf der einen Seite den romantisch verklärten Blick und auf der anderen Seite den realitätsnäheren Blick, der nicht weniger romantisch sein muss, aber realitätsnäher deshalb, weil der Rhein ist halt eben auch eine Frage der Infrastruktur, ist ein Verkehrsweg. Es gibt da gewisse Notwendigkeiten, die aber das geübte Auge mit Sicherheit sehr, sehr reizen. Von daher, vor dem Hintergrund, also eine sehr, sehr anspruchsvolle und sehr ansprechende Ausstellung. Doch nicht nur in den Gondeln der Koblenzer Seilbahn ist Kultur erlebbar. Auch auf der Festung Ehrenbreitstein werden zahlreiche Veranstaltungen geboten. Also zunächst mal haben wir eine große Wechselausstellung namens Fußballfieber, Fußballgeschichte, Geschichten aus Rheinland-Pfalz. Also es geht eindeutig um Fußball, nicht ganz zufällig zur EM, klar. Aber wir werden dazu passend auch 75 Jahre Fußballgeschichte speziell in Rheinland-Pfalz zeigen. Ja. Dann haben wir natürlich mehrere Fotoausstellungen. Wir haben die historischen Zeitgärten. Dort gibt es auch eine Führung entsprechend zu jeden Donnerstag, also fast jeden Donnerstag bis zu den Sommerferien. Da bitte genau im Internet nachgucken. Donnerstag 16 Uhr. Passend dazu haben wir dieses Jahr auch zu einem Jubiläumsjahr die Limes-Ausstellung, die heißt dann auch eben der Obergermanisch-Rätische Limes. Auch dazu gibt es eine kostenfreie Themenführung um donnerstags 15 Uhr. Die mache ich beide, also im Anschluss, wer um 15 Uhr beim Limes sein will und dann noch nicht genug hat von mir, der kann noch mit in die Zeitgärten gehen. Bei den Zeitgärten ist es noch wichtig zu erwähnen, dass viele Leute nicht wissen, dass sich auch modernste Gartengestaltungen, siehe da, auf sehr historische Aspekte der Gartenkultur seit den Römern beziehen. Und das werde ich so ein bisschen aufzeigen. Dann haben wir selbstverständlich noch ein Highlight, wie jedes Jahr allerdings, das Weinreich, die Ausstellung Weinreich Rheinland-Pfalz. Da geht es um die 6 Weinanbaugebiete von Rheinland-Pfalz. Und passend dazu, und das ist eben dann das besondere Highlight, kann man monatlich wechselnde Weine aus diesen 6 Weinanbaugebieten verkosten. Dann gibt es natürlich noch verschiedenste Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die Historienspiele oder jetzt im April schon die Landpartie für als Lifestyle-Messe für Schönes, für Garten, für Möbel und Ähnliches. Ja. Dann haben wir 2 Veranstaltungen, die insbesondere das Café Hahn bei uns auf der Festung macht als Veranstalter. Das sind die Horizonte und die Gauklerfestung, nicht zu vergessen. Ja. Also die Festung bietet viel und es lohnt sich, auch mehrfach zu kommen, weil die Festung je nach Veranstaltungsthema ein ganz anderes Ambiente tatsächlich bietet. Wenngleich der primäre Fokus zweifelsfrei auf der kommenden Saison liegt, so wirft auch die Buga 2029 bereits erste Schatten voraus. Also wir haben die feste Absicht, die Bundesgartenschau zu begleiten. Es wurde ja gesagt, es geht von Bingen bis nach Koblenz am oberen Ende. Und da muss man halt selbst auch tätig werden. Und das tun wir auch seit vielen Jahren. Schauen wir nach Fördermöglichkeiten, um den eigenen Freiraum eben auch unsere Grünanlagen auf Vordermann zu bringen. Und das ein oder andere Neue wird dabei sein, ganz sicher bis 29. Vielleicht ist manches auch vorher schon fertig. Es kann auch sein, dass zum Beispiel das Thema Festung bis 29 so weit gediehen ist, dass wir sagen können, das ist ein völlig neuer Freiraum. Den möchten wir auch zur Gartenschau bespielen. Eventuell reichen die Fördermittel nicht ganz aus, dann haben wir eben nur einen Teil davon erreicht. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich selbst auf den Weg macht und nicht wartet, dass jemand kommt, der einen anschiebt. Und da ist die Stadt Koblenz aus meiner Sicht sehr gut dabei. Die Vorfreude bei allen Beteiligten der Koblenzer Gartenkultur auf das Jahr 2024 ist groß. Auch bei Oberbürgermeister David Langner, der sich auf das ein oder andere Event ganz besonders freut. Ich finde eigentlich jede Veranstaltung für sich einfach toll. Natürlich bin ich ein großer Fan auch des Themas Wein in der Stadt Koblenz. Das Weinfestival, was ja erst vor 3 Jahren aus der Taufe gehoben worden ist, ist aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Electronic Wein ist etwas, worauf man sich wirklich freuen kann. Wir haben eben gerade gehört, Tickets fast schon ausverkauft, also man muss jetzt echt schnell sein. Rhein in Flammen ist die Traditionsveranstaltung, der Nationalfeiertag hier in Koblenz. Auch darauf können wir uns freuen, unter neuer Regie auch hier nicht mehr die Rheinland-Pfalz-Touristik, sondern wirklich hier vor Ort auch selbst gemacht. Und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren eine tolle Entwicklung entsprechend erleben.
Aber es gibt auch tolle Events auf der Festung oben. Also da ist ja fast, wenn man 26 sieht, jedes Wochenende etwas dabei, halbes Jahr. Und da sieht man, das ist einfach richtig toll. Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Doch bereits am Sonntag, den 14. April, findet die Saisoneröffnung der Koblenzer Gartenkultur im Park vor dem Kurfürstlichen Schloss zu Koblenz statt. Der Startschuss für einen gelungenen Koblenzer Kultursommer 2024.